Ja? Hallo, hier ist Donald Trump für Mr. Cohn. Ich danke Ihnen vielmals. Donald, wer? Roy Cohn, schön, dich kennenzulernen. Der Roy Cohn, bekannt aus sämtlichen Zeitungen, Sie sind skrupellos. Schuldig im Sinne der Anklage. Roy Cohn ist ein Gauner. Er wurde angeklagt, 3-mal. Ich verrate dir ein kleines Geheimnis. Die Leute beauftragen mich, weil ich ein Gewinner bin. Wie gewinnen sie? Die erste Regel ist die einfachste. Angriff, Angriff, Angriff. Es wird das edelste Gebäude des Landes. Der Welt. Es wird spektakulär. Zweite Regel. Gib nichts zu, streite alles ab. Mr. Trump, denken Sie, Sie gewinnen gegen die US-Regierung? Regel Nummer 3. Egal, was auch passiert, du beanspruchst den Sieg und gibst nie eine Niederlage zu. Ich schneide alles mit für den Fall, dass ich es brauche. Aber das ist illegal. Um zu gewinnen, musst du gewillt sein, jedem alles anzutun. Es gibt 2 Arten von Menschen. Es gibt die Gewinner und es gibt die Verlierer. Du wirst fremdfinanziert sein und bist zum Anschlag verschuldet. Ich weiß, was ich tue. Hast du mal in den Spiegel geguckt? Du bist hässlich. Vergiss das nie. Ich hab dich gemacht. Wir haben einen brandneuen Kampagnen-Slogan. Let's make America great again. Mir gefällt das mit dem again. Spätestens nach Succession als Serie geht Jeremy Strong ohnehin immer. Sebastian Stan kann sich, finde ich, richtig gut immer wieder in andere Charaktere verwandeln. Damit war es der Trailer zu The Apprentice, den uns DCM-Filmverleih ab dem 17. Oktober in die deutschen Kinos bringt. The Trump Story als Zusatz. Also quasi der Weg von Donald Trump in New York zu einem Immobilienmagnaten. Nach der Macht greifend sich zusammentun mit einem Anwalt, der rigoros und skrupellos ist. Die Geschäfte, die man macht, die Deals, die man abschließt, obwohl man wenig Instinkt hat. Und da muss ich ehrlich sagen, ist natürlich so ein Trailer in der deutschen Version, gerade weil Trump so markant daherredet, im Original wahrscheinlich deutlich interessanter. Und diese Ansage, die er bekommt hier vom Anwalt, Siege beanspruchen und Niederlagen niemals zugeben, das kennt ihr von ihm ja zu Genüge. Kurzum, es könnte ein sehr skurriler Einblick sein in dieses Drama, wo sich so eine unfreiwillige Komik hineinmischt. Ich bin gespannt, was The Apprentice dann kann. Wir sehen auch nicht so viel. Ich merke aber den Look, der uns auf jeden Fall in vergangene Jahrzehnte reinholt. New York ist immer ein spannendes Setting und ich könnte mir vorstellen, dass hier wirklich ein paar sehr skurrile Momente mit aufgearbeitet werden. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer, zu The Apprentice? Sagt ihr, interessiert euch oder so gar nicht euer Ding? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.